Wir kommen auch an die YouTube-Leute mit einem Spiel, auf das ich mich ewig gefreut habe. Wir sind in einem 72-Stunden-Stream. Es ist 11:45 Uhr. Es geht los mit Dark Souls 2. Es ist heute, obwohl ein Tag vor deutschem Release, also eigentlich release das Spiel in Deutschland erst morgen, nämlich am 14.03. Es ist aber heute schon von Amazon bei mir im Briefkasten gelandet, was ich übelst feier. Deswegen geht's heute schon los mit Dark Souls 2 und ja, wir haben nur kurze Soundeinstellungen gemacht. Neues Spiel natürlich. Oh, das wird jetzt wunderschön. 72 Stunden Stream. Let's do it. Bei dir lag's gestern schon im Briefkasten. Ach so Scheiße. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Ich mag die Frau jetzt schon. Glühwürmchen. To a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Geronimo! Estus Flacon! Eine grüne Glas... Wo ist die grün?
Ach so, ja, denn der Inhalt ist gelb. Okay, stimmt, wenn die leer ist, ist sie grün. Habt da recht. Entschuldigung, vergesst es. Alright. Jetzt ist mein Hals belegt. Was soll denn der Scheiß? Ich kribbel so in den Händen, das glaubt ihr gar nicht. Man merkt schon, grafisch ist es nicht das Top-Spiel, aber das muss es auch nicht sein. Es muss einfach nur Dark Souls 2 sein. Alright, dazwischen. Dazwischen. Alright, es beginnt. Okay, kurz mit der Steuerung vertraut machen. Naja, war eher ein Witz. Oh, wir können auch mit der Hand blocken, okay. Kurz mal alles... So, Menü, wie sieht's Menü aus? Ausrüstung, wir haben noch nichts an. Wir haben eine Rüstung an, ja. Wir haben... Oh, wir haben schon Items, was ist das? Stellt Verbindung zu anderen Welten wieder her. Schickt andere in ihre Welt zurück und, ja, und natürlich unseren... Ja, okay, alles klar. Wir haben die Items, wie auch in Dark Souls 1. Hier haben... Oh, wir haben jetzt auch so eine Item-Übersicht. Spielerstatus. Stufe 1, alles auf 1. Ich glaube, wir haben noch gar keine Klasse gewählt, ne? Und das kommt irgendwie anscheinend erst später. Egal, wir können rennen. Rennen ist ein bisschen anders. Was ist mit Springen? Okay, das ist Rollen. Kann ich auch... Okay, Moment mal. Kann ich nicht mehr springen? Doch, aber irgendwie anders. Ich weiß nur nicht wie. Wie springe ich? Wie springe ich? Ach du Scheiße! Okay, das Springen wird jetzt eine Kunst. Zur Erklärung, ich muss jetzt, während ich mit dem, ernsthaft? Ja, während ich mit dem linken Stick laufe, muss ich den linken Stick reindrücken, um zu springen. Okay, das wird spannend. Das wird spannend. So, hier könnten wir direkt zum allerersten Mal sterben, habe ich nicht vor. Noch etwas. Ich bin es nicht gewohnt, PlayStation 3 zu spielen. PlayStation 3, ich habe nur Demon's Souls gespielt, ich habe The Last of Us gespielt, ihr wisst, was ich alles so gespielt habe, Heavy Rain und so weiter und so fort. Ich bin an den Controller von der PlayStation 3 nicht gewohnt. Ich bevorzuge den Xbox 360 Controller für den PC, mit dem ich auch immer meine ganzen Challenge Runs mache, etc., etc., etc. Deswegen wird das hier gleichzeitig auch noch eine Challenge für mich wegen dem Controller. Aber, also ich werden sehen. Ich möchte hier gerne irgendwas finden. Tue ich aber nicht. Hier ist nichts. Ich möchte das Spiel auf Herz und Nieren prüfen. Wirklich, auf Herz und Nieren. Ich will dieses Spiel auf Herz und Nieren prüfen. Noch etwas. Wenn ihr dieses Video hier bei YouTube seht, dann guckt am besten jetzt gleich auf hitbox.tv/xcd92x. Da dürfte der Stream nämlich noch locker live sein. Weil ich werde dieses Video noch heute hochladen, also am 13. noch während der Stream online ist. Es ist ein 72-Stunden-Stream, der bis Sonntag geht. Und hier haben wir die ersten Skelettleichen. Und die ersten, was seid ihr, Affen? Okay. Wie geht's denn hier? Knock, knock. Someone there? Ja, die erste... Ist das die erste... Ja, das ist die erste Seele! Und wir finden eine rostige Münze. Alles angucken. Was haben wir denn da gefunden? Wir haben eine rostige Münze gefunden. Stärkt vorübergehend Glück. Okay, Glück. Was soll das heißen? Drop Chance oder... Ich weiß nicht, was die als Glück bezeichnen. Verdammt, da komme ich nicht durch. Glück. Glück. Kann ich die Affen töten? Kann sie anvisieren. Versuchen zwar mit einer Run-Attack. Ich will den Affen töten. Ich will den Affen töten, Leroy! Ne, okay, ich bin zu schlecht, zu langsam, was auch immer. Hast du auf schwer eingestellt? Ich habe noch gar nichts eingestellt. Ich habe auch noch keinen Charakter erstellt an sich. Ich befürchte, ich glaube, das kommt alles noch. Abgesehen davon, dass es bei Dark Souls nicht die Schwierigkeitsstufe schwer gibt. Du kannst dir das Spiel auf viele verschiedene Arten und Weisen schwerer machen.
Aber an sich habe ich mir noch gar keinen Charakter erstellt. Also eigentlich, was haben wir hier? Irgendetwas Großes scheint hier lang gegangen zu sein. Etwas sehr Großes. Ich weiß nicht, ob ich wissen will, was Großes hier lang gegangen ist. Ich möchte, wie gesagt, dieses Spiel auf Herzen hier. Oh. Ein Hippopotamus! Oder sowas in der Art. Ich befürchte, ich werde sterben, wenn ich da jetzt hingehe. Scheiß drauf. Beschützt du eine Seele? Fool you! Alright, First Dead hat nur 11 Sekunden auf sich warten lassen. Ich muss, wie gesagt, man muss sich noch an das Ausweichverhalten und so weiter in diesem Spiel gewöhnen. Aber, okay. Erster Tod hat, 11 Sekunden auf sich warten lassen. Sie haben eine Trophäe verdient. Willkommen bei Dark Souls. Fickt euch! Aber ich freue mich. Ich freue mich. Okay. Standard Edition oder Bonus Edition? Ich hatte ursprünglich die Black Armor Edition für den PC vorbestellt, dann kam raus, dass es die PC Edition später rauskommt, deswegen wollte ich dann natürlich die PS3 Version haben, weil ich so lange nicht warten wollte. Allerdings war die Black Armor Edition da schon vergriffen, das heißt, ich habe die Normalversion von Dark Souls 2. Ja. Leider. Die Normalversion. So, jetzt ist aber die Frage, manchmal, ich kann auch hier lang gehen, ne? Aber hier ist der Weg versperrt, lass mich raten. Ne, ist er auch? Ist er nicht? Also hier... bricht die Brücke. Oha! Oha, sie wollen es wirklich. Okay. Er springt weit! Das kann ich schon mal sagen. Er springt weit. Second Dead! After 1 minute... after 1 more minute. Alright. Ich glaube, Rollen reicht da. Rollen dürfte da reichen. Aber ich will diese Seele haben. Scheiß drauf. Ich will alles haben. Ich will alles haben, was ich... Wie gesagt, ich will dieses Spiel... Herzen hier prüfen. Ich will so viel finden, wie ich nur kann. Und da ich sowieso noch 0 Seelen habe, sind die Tode mir gerade relativ... Obwohl, man verliert, glaube ich, mit jedem Tod Leben, wenn ich mich nicht ganz irre. Das in... Berichten gehört zu haben. Das könnte ein Problem werden, wenn ich wirklich mit jedem Tod alles verliere. Und nur das gut zurück. So, ich will da landen. Ja, habe ich mir gedacht. Das reicht. Kleines, kleiner, glatter, seidiger Stein. Seidiger Stein. Was ist denn das? Inventar. Also Gold hat uns klar verleiht, Waffe, rechte Hand, vorübergehend Blitz, das kennen wir schon aus Dark Souls 1. Und jetzt haben wir noch einen kleinen, glatten, seidigen Stein. Ein glatter und seidiger Stein. Was bringt der? Was passiert, wenn ich den benutze? Ich will das nicht jetzt benutzen. Ich muss, okay, ich werde ihn irgendwann benutzen. Geht es hier weiter? Oh, es geht hier tatsächlich wieder. Es geht hier hoch. Ich hätte da gar nicht so mit Leroy Jenkins runterspringen müssen. Das geht da einfach runter. Na, fail. Alright. Ich nehme an, hier geht es zum Hippopotam. Moment, das würde ich genau wissen. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich so lange brauche, aber ich will hier wirklich alles genau wissen. Ich will hier alles ganz genau wissen. So, hier ist mein Hippopotamus, genau. Wenn ich da oben weitergehe, kann ich da einfach dann runterfallen? Ich nehme es an, aber ich möchte es überprüft haben. Genau. Ich werde mir die PDC-Version trotzdem holen, weil ich werde hier mit Sicherheit auch einige Challenge-Runs und sonstiges machen. Allerdings das dann mit meinem anständigen Controller, mit dem ich es gewöhnt bin zu zocken. Deswegen wird das dann auf der PC-Version passieren. So, hier scheint nichts zu sein. Abgesehen von dem Wasserfall. Und hier fällt man einfach runter. Okay, alles klar. Das heißt, das hatten wir auch erkundet, in Anführungsstrichen. Wir haben noch nicht mal mit dem Spiel richtig angefangen und ich... Ach, mein Wecker klingelt. Cool. Moment mal eben. Ich muss mal eben meinen Wecker ausmachen.
Dankeschön. Wunderbar. wo waren wir stehen geblieben, genau? Haben wir noch irgendwas, welche Seelen, irgendwelche Geheimnisse hier? Es sieht nicht danach aus. Dann klopfen wir mal klopf klopf an die Tür. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Ah, jetzt kommt die Charakterstellung. Doch mal. Ich mache übrigens mal einen Dead Counter. Und wir sind bei 2. Wie lautet euer Name? Ja, ich würde sagen, wir heißen Hedi. Nein, groß geschrieben. Ja, machen wir, weg damit. Kann man das irgendwie groß schreiben? Da. Nein, das war schon groß richtig. Dankeschön. Nein, das war klein geschrieben. Sag mal! Das ist für mich irgendwie Trollen. Ich kenne mich mit der PS3-Tastatur nicht aus. Ich mache einen Krieger, auf jeden Fall. Ich will, der erste Run wird auf jeden Fall ein stärker Run. Jetzt kann ich hier. Okay, jetzt geht's. Alles klar, Hedi. Start, auf geht's. Ich bin dabei. Mein Name lautet Hedi. Naja, Start. Okay. Hedi, seid ihr eures Namens sicher? Ja. Ich bin mir meines Namens sicher, dankeschön. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. Ich It's a human effigy. Take a closer look. Do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Ganz wichtig, wenn ihr Englisch versteht, lest nicht die Untertitel. Das Englische ist so viel besser. Ich merke das gerade. Ich höre dem Englischen zu. Es ist viel besser und genauer und klarer, was die mit dir reden, als die Untertitel in Deutsch. Da muss ich ein bisschen, bin ich ein bisschen enttäuscht von der deutschen und von den deutschen Untertiteln, muss ich ehrlich gestehen. Wenn ihr Englisch könnt, ihr könnt natürlich die deutschen Untertitel auch lesen, aber wenn ihr Englisch könnt, hört ihnen zu. Ich werde jetzt gleich auch nochmal die Aufnahme stoppen und gucken, ob der Sound in Ordnung ist, hört ihnen zu. So, wir haben Klassen und Gaben. Klasse werden wir, oha. Moment. Krieger, kampferprobter Krieger, sehr stark und geschickt, enorme Waffenerfahrung. Ritter. Umherziehender Ritter. TP und Anpassung hoch. Kaum zu bezwingen. Ich werde dann Krieger machen. Schwertkämpfer. Hochbegabter Schwertkämpfer. Kämpft anmutig mit starken Waffen in beiden Händen. Den werde ich später mal spielen. Nicht in meinem ersten Run. Bandit. Ein gnadenloser Gesetzesloser, der total hässlich aussieht. Sehr geschickt, erfahren mit dem Bogen. Zielt aus jeder Distanz. Kleriker. Kleriker auf Pilgerreise. Hoher Wille und Wunder leiten ihn. Zauber. Wissensreicher Zauberer. Wirkt Zauber mit hoher Intelligenz und Einstimmung. Erkunder. Weitreisender Erkunder. Gott, er ist ja noch hässlicher.
Weitreisender Erkunderer. Nicht sonderlich stark, hat aber viele Objekte. Bettler. Nackt und unbekannter Herkunft. Hat nichts zum Kämpfen, außer seinem lebensbejahenden Leib. Kann ich irgendwie sehen, was der hat? Ich würde gerne in das Menü rüberreiten. Also wir werden wohl einen Krieger machen. Im ersten Run, auf jeden Fall. Gabe. Es gibt Gaben wieder. Okay. Lebensring. Dieser alte Ring erhöht die TP. Menschenbild. Ein vertraut wirkender Abbild. Lässt Hüllen wieder leben, also Menschlichkeit. Heilstoffe. Diverse Objekte, die Gift heilen und TP wiederherstellen. Wichtig für jeden, der Drangleik bereist. Ach, die Welt, die wir bereisen, heißt Drangleik. Okay. Heimatknochen. Lässt euch den letzten Leuchtfall zurückkehren. Riesenbaumsamen. Ein Samen des Riesenbaums. Nicht essbar. Was bringt mir der denn dann? Asketenleuchtfeuer. Werft dies in ein Leuchtfeuer, um die Kraft von Feinden in eurer Nähe zu erhöhen. Davon habe ich gehört. Das macht das ganze Spiel nochmal schwieriger. Mache ich beim ersten Run natürlich nicht. Versteinertes Etwas. Ein schlichter Steinklumpen, eventuell eines Tages hilfreich. Wisst ihr was? Ganz ehrlich, wir brauchen weder Menschlichkeit noch Lebens, also noch Heimkehrknochen noch Lebens irgendwas. Nehmen wir doch einfach mal irgendwas Randoms, eventuell eines Tages hilfreich. Versteinertes Etwas, nehme ich. Ja. Wunderbar. So, kann ich jetzt irgendwie Körper oder so? Erstellung abschließen. Nein. Kann ich irgendwie... Ich würde gerne... Ich weiß nicht, wie ich darüber komme in den Körper. Ich kann alle Tasten drücken, es passiert nichts. Erstellung abschließen, ja. Ich kann meinen Körper und so nicht einstellen irgendwie, keine Ahnung. Ich habe die Taste, ich habe alle Tasten gedrückt. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Boah, ich mag die Welt. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. Bewahrt euch auch sehen. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over and over again. Leute, es kribbelt. Was? Okay. Okay. Alright. Ich mache einen kurzen Aufnahmestopp, einfach nur um zu gucken, ob die, die Soundsettings richtig sind. Bis gleich. Und weiter geht's. So, ich bin jetzt ein Krieger. Jetzt haben wir neue Sachen im Inventar. Wir haben Lebensstände. Stellt ein wenig TP wieder her. Habe ich gesehen, was das bringt. Wie kann ich in dem Menü... wie kann ich in dem Menü switchen? Ach so. Wir haben jetzt, nehme ich an, zerbrochenes gerades Schwert. Aha, okay, ist klar. Wie konnte ich jetzt... Okay, und da nichts. Ein Schild haben wir. Was für ein Schild ist das? Alright, Moment. Ein Schild. Wie viel blockt das? Ein kleiner, aus Eisen gefertigter Schild. Die ungewöhnliche Schaltung deutet auf eine fremde Herkunft hin. Leicht, trotz der eisernen Konstruktion und robust, trotz der kleinen... Größe, aber nicht ausreichend, um vor wahren Gefahren zu schützen. Ja, genau das ist der Punkt. 80-80 Haltbarkeit. Was heißt denn hier 400...
Moment. Ich will die Info anzeigen. Ah, okay. Okay, wir haben Angriff gesamt, ja klar. Schussreichweite hat natürlich nichts. Zaubergeschwindigkeit natürlich auch nichts. Balance, Schaden. Okay. Absorption gesamt. Gesamtwert aller Arten von Schadensabsorption. Also der absorbiert 415 Schaden, oder wie darf ich das verstehen? Robustheit, klar. Und Gewicht. Gewicht ist auch klar. Okay. Wir haben schon zwei Helme. Allerdings ist das, was wir jetzt natürlich anhaben, ist wahrscheinlich besser. Genau. Kann ich mit dir reden? Ja, kann ich. This is a limbo. A link between Drangleic and the outer world. Fair traveler, I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. Kann ich nicht zerstören. Mit dir sprechen. Creepy. Was mit dir? You must go on a journey without rest. Well, I suppose if you find yourself at an impasse. But if your will is yet unbroken, then you may return here. To start again. With a clean slate. Nicht vor. Fällt mir gerade was auf. Und zwar möchte ich mal ganz kurz noch mein Inventar, nein, meine Ausrüstung sehen. Ich kann hier mit Sicherheit sowas hier ausrüsten, richtig? Wie kann ich das dann durchblättern? Okay. Alles klar. Okay, weiter, was mit dir? Du lachst auch nur dämlich. Da gibt's doch mit Sicherheit noch ein paar Geheimnisse. Ich kann hier wieder rausgehen. Nee, hier mal das. Bonefire, Moment, 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 Moment. Gibt's mehrere Wege. Und hier, sind wir hier reingekommen? Wo sind wir reingekommen? Hier sind wir reingekommen. Gut. Dann geht's hier aber noch die Treppe rauf, bevor ich da zum Bonefire gehe. Was haben wir denn hier oben? Dann können wir da Sachen zerstören, sehr schön. Und die erste Truhe. Direkt gucken, frisst die mich? Nein, tut sie anscheinend nicht. Öffnen wir die Truhe. Menschenbild. Aha, Menschlichkeit plus 1. Okay. Dann auf geht es zum ersten Leuchtfeuer. Leuchtfeuer entzündet. Reisen, Zaubern, Reisen? Ich kann jetzt schon reisen? Interessant. Verbrennen. Was heißt verbrennen? Ah, damit werde ich menschlich wahrscheinlich. Und Gegenstandskiste, ja, die interessiert mich nicht. Okay. Was haben wir hier? Seele eines verlorenen Untoten und Fackeln. Ja, ich möchte noch irgendwas ausprobieren. Wir haben doch jetzt das tolle Leuchtfeuer entzündet. Das ist doch wunderschön. Dann werden wir doch gleich mal eben versuchen, mit diesem kleinen, mickrigen, verkackten Schwert, was wir hier haben, den Hippopotamus zu töten. Ich befürchte zwar, dass er viel zu stark sein wird, aber versuchen Sie es wert. Und außerdem will ich jetzt nicht von hier weggehen, wenn dieser Hippopotamus noch lebt. Ich möchte mal gucken, wie viele Seelen ich von dem bekomme, etc., etc., etc. So, Hippie. Wow! Das Ausweichen ist hier nicht mehr so leicht wie ein... Wow. Jo, klar. What the fuck? Okay, du hast viel Leben. Und du...
Ja, das probieren wir nicht noch einmal. Ich glaube, mit diesem zerbrochenen Schwert, was wir da zurzeit haben, können wir das so ziemlich vergessen. Ja. Hippopotamus ist nicht gut jetzt. Nein. 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 Nicht gut. Gar nicht gut. Okay. Haben wir gelernt. Elisabeth Pilze gibt's auch wieder. Giftpfeile gibt's ebenfalls. Okay. Wir haben viele Items, die wir natürlich auch von Dark Souls kennen. Wir laufen also los. Vom ersten Leuchtfeuer. Jetzt ist die Frage, wohin? Das ist eine unsichtbare Wand. Ich werde paranoid, aber das ist mir egal. Autsch. Oh, da ist ein Ab... Oh, das wäre beinahe mein vierter Tod. Achso, wir haben einen Death-Counter. Moment. Ich habe ja hier gesagt, ich habe einen Death-Counter. Jetzt sind wir bei 3 Toten. Okay. Hallo, Skull. So, hier können wir direkt durch den Nebel. Ja, wir müssen hier überall durch den Nebel. Uff, tata. Da oben ist eine Seele, da will ich direkt mal dran. Auch wenn ich glaube, dass ich da noch nicht direkt dran komme. Aber wir erkunden erstmal. Da hinten sind noch mehr Hippopotamisse. Die rapen mich doch. Gib mir vorher eine anständige Waffe, dann können wir weiterreden. Was auch was? Okay. Okay, 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 okay. Ich möchte mich erst umgucken, bevor ich durch irgendeinen Nebel gehe. Wie gesagt, das Ausweichverhalten muss man hier noch gut studieren. Also ich muss das noch gut studieren. Weil das sehr gut ein Problem für mich werden kann. Es ist nämlich nicht genau wie in Dark Souls 1. Es ist anders. Majula! Okay. Majula. Ist hier eine Seele? Nein. Das heißt, hier kann man nur runterspringen. Aber es ist ein geiles Panorama. Eindeutig. Cool. Alright. Gehen wir mal weiter. Ich habe ein bisschen Angst vor irgendwelchen unerwarteten Sachen. Aber, okay. Hier geht's schon weiter. Ach du Scheiße. Man kann hier überall lang gehen. Das ist so schlimm. Also es ist geil. Es ist richtig geil. Aber man kann überall lang gehen. Das ist so... Göttlicher Segen. Göttlicher Segen. Göttlicher Segen. Was ist denn ein göttlicher Segen? Ach. Ja, okay, klar. Stell TP wieder her. Halt alle Status weg. Alles klar. Okay. Auch aus Dark Souls 1. Divine Bless. Ich kenn's nur unter einem englischen Namen, ich weiß nicht warum. Da ist ein neues Leuchtfeuer schon. Und ein Dorf? Was ist das? Ah, Leute, ihr wisst gar nicht, wie ich mich freue. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich freue. Das ist echt, das ist... Boah, ist das... Okay. Hey, Moment mal, was stand da gerade mit umschalten? Fackel entzünden? Wie Fackel entzünden? Ich kann eine Fackel entzünden? Habe ich eine Fackel dabei? Nee, aber ich kann anscheinend eine Fackel mitnehmen. Sehe ich das richtig? 5 Minuten zeitbegrenzte Fackel. Interessant. Werden wir eventuell irgendwann brauchen. Jetzt gerade nicht. Okay, beim Wegstecken ist sie weg. Alles cool. Sehr cool. Wir sind jetzt hier am Leuchtfeuer gewesen. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Wir können zurückgehen und durch die ganzen Nebel schauen. Wer ist das denn? Oh, Moment, hier ist eine Frau. Hallo? Verarschen. Are you the next monarch? Or merely a pawn of fate? Bearer of the curse? I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Estus flag. Go on and see the king. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrick. Die Smaragdbotin gibt euch die Kraft zum Aufstieg. Okay, wunderbar, wir können ab jetzt leveln.
Das ist schön, aber ich will erstmal meine Estus Flakons hier drin haben, bitte. Wie viele kann ich einen einsetzen? Moment mal. Einen einzigen? Einen einzigen Estus Flakon? That's some kind of heart. Bearer of the curse. For misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Maze, unten rechts ist ein Zahnrad. Da draufklicken, da kannst du deine Schriftart, Schriftfarbe beliebig ändern. So, okay, ich gehe jetzt erst zum Leuchtturm, glaube ich. Mein Erforscherdrang ist gerade wirklich auf dem höchsten Maximum. Ich will alles sehen. Ich will alles sehen von diesem Spiel. Hier gibt es mit Sicherheit so viele Geheimnisse und ich will sie alle sehen. You're undead, aren't you? You have that distinct scent. The smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. Okay. All right. Das Springen, da muss ich mich echt dran gewöhnen. Ich habe schon Leben verloren. Es gibt hier mit Sicherheit so viele Geheimnisse und ich will sie alle. Catch them all! Alle 151 Geheimnisse. Oder wie viele es auch immer sein mögen. Es gibt so viele Wege, es gibt so viele Wege, so viele. Das ist grausam. Weil ich reiße mich in zwei, wo ich lang gehe. Okay, ich fange an hier. Was haben wir denn hier? Öffnen. Verschlossen. Da gibt es anscheinend mit Sicherheit einen Schlüssel für. Oder ein Bug oder Glitch oder sonst was, wo wir da reinkommen, mit Sicherheit. Seele eines namenlosen Helms und Lebensstein. Lebensstein sind die Life Gems, nehme ich an. Ja, drei, ja, gut, davon haben wir 13 Stück. Die werden wir auch mit sehr sicher benötigen. Ziemlich sicher. Okay, kann man nicht rein. Ich sehe noch mehr Seelen. Und noch mehr Wege. Oh, ist das gut. Okay. Könntest du weggehen? Dankeschön. Lebensstein. Sehr schön. Den Life Gems kriegt man am Anfang mal irgendwie relativ viele. Aber eventuell brauchen wir das auch. Ich weiß es nicht. Machen wir alles kaputt. Was ist hier? Irgendwas? Nein? Okay. Wie gesagt, es tut mir leid, wenn ich an manchen Orten länger brauche als vielleicht andere. Der Punkt ist, dass ich wirklich dieses Spiel auf Herz und Nieren. Hallöchen, Brunnen. Ja, ja, Leute. I see something coming here. Wir haben hier eine Tür. Machen wir mal auf und gucken, wer drin ist. Niemand ist drin, aber hier in den Vasen ist bestimmt nichts. Hier ist doch nicht nichts. Eine Katze. Oh, undead, are we? And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalqua. Enchanté. So, what did you want, anyway? Ooh, you smell wonderful. Gegenstand kaufen, Eid widerrufen, Eide. Aha. Kein Eid geleistet. Gegenstand kaufen, was kannst du mir denn verkaufen? Du hast Ringe.
Den Ring kennen wir auch bereits. Ring des bösen Auges kennen wir bereits. Absorbiert TP von jedem besiegten Gegner. Silberkatzenring. Verringert Fallschaden. Ist aber auch heidenteuer. Von Feinden leichter Man kann sich das Spiel auf so viele Arten und Weisen schwerer machen. Das finde ich so gut. Vom Feinden leichter entdeckt werden. Das ist wie ein Aggressive-Mod. Leichtes Verbinden zu Spielern mit selben Gott. Aha. Macht Stimmen von Gegnern hörbar. Stimmen von Gegnern? Darf ich das denn verstehen? Was haben wir hier noch? Heimkehrknochen. Prismasteine, Köderschädel und Leutz Talisman. Ja, kennen wir. Wundergeil. Wunderbar, wunderbar, Leute, wunderbar. Oh, die ersten Gegner. Die regenerieren sich ja schneller, als ich sie schlagen kann. Oder sehe ich das gerade falsch? What the fuck? Die machen mich fertig. Drei kleine Schweinchen machen mich fertig. Irgendwas ist nur mit der Waffe hier falsch. Lass mich in Ruhe, Schweinchen. Ernsthaft. Verschlossen. Kriegen wir eventuell noch im Laufe des Spiels irgendwie einen Schlüssel. Ich werde fertig gemacht von Schweinchen. Das ist grausam. Ich brauche irgendwie mal irgendwas. Ein Wäffchen. Wen haben wir denn hier? Ein Schmied. Das ist gut. Vielleicht gibt er mir eine Waffe. Oh. Hi. Hallo da. Welcome to my shop. I'm Morlin, and I sell armor. Oh, sorry, please do have a look at my wares. I could really use the business, if you'd be so kind. Ja, warte, lass mich mal eben kurz mit den Schweinen handhaben. Ich habe gerade ein kleines Problem hier. Ein schweinisches Problem. Leuchtfeuer, komm her, ich habe ein Problem. Schweinchen, verzieht euch. Alright, sind die Schweine weg, dann kann ich endlich in den Laden gucken. Wäre sehr von Vorteil. Dankeschön. Alright. Gegenstand kaufen. Schilde. Schild interessant. Doppelte Rüstung, das kennen wir auch schon. Okay, wunderbar. Was haben wir hier? Rüstung. Okay, Rüstung ist auch relativ uninteressant. Ich bräuchte eine Waffe. Well, I do hope I see you again. Ja, vielleicht. Irgendwann. In a long, long time. Okay. Das heißt, wir haben das Dorf erstmal an sich erkundet. So, es gibt jetzt ganz viele Wege. Es geht rechts lang, es geht hier hoch wieder zurück, es geht da unten lang, es geht... Oh, das ist grausam. Das ist so grausam. Einen Moment kurz. So, weiter geht's. Ja, es geht viel zu viele Wege lang. Ich weiß jetzt nicht, ob wir zurückgehen sollen. Wir gehen hier unten lang. Ich brauche eine andere Waffe. Ich brauche dringend eine andere Waffe. Wir gucken mal erstmal zurück. Ich glaube, wir gehen erstmal zurück. Und gucken mal, was in den ganzen Nebeln da drin steckt. Ach, da geht's ja auch noch lang, richtig. Ach du Scheiße. Okay, wir gehen aber erstmal zurück, wie ich sagte. Eventuell hätten wir das von Anfang an machen sollen. Eventuell wollte das Spiel, dass wir erst durch die ganzen Nebel gehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Warum leuchtet der Baum so komisch? Warum kann ich ihn nicht anschlagen? Doch, kann ich. Also nur so halbwegs. Dringend eine andere Waffe. Irgendwas. Dazwischen. Fangen wir mit dem ersten Nebel an. Den Nebel entdecken. Da ist ein Gegner. Hier ist ein Grab. Da kann ich drauf gucken, untersuchen. Durchsucht eure Umgebung. Umstoßen. Wow, der schießt auf mich.
Try it again. Die Gegner kann ich auch töten. Okay. 40 Seelen. 40. Okay. Okay, da kann ich runterfallen. Wir sind hier, bestimmt irgendwie unsichtbare Wände. Irgendwas. Unsichtbare Wände. Irgendwas. Okay. Aber hier können wir runter, nehme ich an. Nee, nehme ich nicht an. Doch, nehme ich wohl an. Da ist ein NPC. Fu. Okay. Mein einziger Estus Flakon, den ich habe, du Arschloch. Ich will gerne blocken können. Aber irgendwie ist das Timing halt anders. Die ziehen zum Glück nicht so viel ab. Ah, ich versuche gerade zu blocken und bin noch nicht ganz dabei. Okay. Was? Gut, dass ich krank bin. Der rote Balken unter den Gegenständen stellt die Haltbarkeit dar. Richtig. Oh, verdammt! Wahrscheinlich, Maze. Aha, okay. Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet, muss ich ehrlich gestehen. Okay. Das heißt, wir haben eventuell später ein Problem. Ja, Schlag zu. Backsteppen. Oh, das war ein Back... What the fuck? Okay, Backsteps machen nicht mehr... Oh, du lebst noch. Backsteps machen nicht mehr unsterblich. Das habe ich auch gehört. Nosen, mit dem lege ich mich nicht an. Nicht nochmal. Not yet. Eventuell später. Nicht jetzt. Eindeutig nicht jetzt. Umstoßen. Ach so, wir haben jetzt den ersten. Ah, alright. Ich verstehe. Ich verstehe, was wir hier tun. Alles klar. Gucken wir mal, was hier drin ist. Nächster Nebel. Rechte Waffe 2 nicht führen. Das ist eine Art Tutorial, diese Nebel hier, glaube ich. Linke Waffe 2 nicht führen. Was? Ich kann auch die linke Hand? Wenn ich jetzt... Tatsächlich, jetzt habe ich ein Schild. Wie genial ist das denn? Okay, das haben sie sehr schön eingeführt. Das finde ich cool. Sie haben vor allen Dingen einige Challenge-Runner, Speedrunner und einige was weiß ich nicht was... Viele, viele Sachen einfacher gemacht. Sie haben Challenge-Runs einfach gemacht, was Aggressive Mod etc. betrifft. Da haben sie einen eigenen Gegenstand eingebaut etc. 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 Sie sind dann auf Mod... Ich habe einen Krieger. Sie sind auf Mods eingegangen und. Das finde ich extrem genial. Ja, L3 beim das Springen, da habe ich Angst vor, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil das Springen ist schwieriger, sehr viel schwieriger als in Dark Souls. Gelbes Kraut, das gucken wir uns gleich an. Oh, das Springen ist richtig tödlich. Da werde ich noch einige Male dran verrecken. An dem Springen. Also, wir haben hier irgendwelche Blüten bekommen, was ist das denn? Stellt ein paar Zaubereinsätze wieder her. Nee, danke. Ich brauche... Oh Gott, jetzt bin ich hier beinahe wegen dem Menü runtergefallen. Erster Run wird Krieger. Ja, weil ich habe mich in Dark Souls 1 an starke Waffen gewöhnt. Von wegen Ausweichen und langsames Zuschlagen. Mal gucken, wie das hier so wird. LR1 beim Fallen Sturzangriff. Okay, kann ich verstehen, aber das heißt hier irgendwo ist wahrscheinlich ein Gegner, um das zu testen. L2, R2 bei ausgewähltem Schild parieren. Angriff abwehren. Ja, das habe ich eben versucht, hat nicht so funktioniert, wie ich gehofft hatte. Abwehr durchbrechen. Will ich das denn verstehen? Oh fuck. Also wie gesagt, die machen extra absichtlich kaum Schaden. Das ist eine Art Tutorial, diese Dinger hier. Ansonsten wäre ich auch schon längst tot. Ich stelle mich nämlich gar nicht mal so gut an.
Jerika Beste. Ich, wie gesagt, ich spiele das Spiel komplett blind. Ich weiß es nicht. Sprungangriff gibt es ebenfalls. Okay. Okay. I don't know. Und ich will auch nichts wissen. Das ist ganz wichtig. Egal, wer das Spiel jetzt schon bei anderen Streamern gesehen hat oder selbst gespielt hat, ich möchte es nicht wissen. Also ich möchte nicht, keine Spoiler oder sonst was haben. Weil ich das Spiel heute erst bekommen habe und jetzt... Oh Gott, das ist gut. Schutzkrieger nennen? Wieso Schutzkrieger? Nein, Ritter ist ein Tank. Ich bin an sich kein Tank. Sonst hatte ich das nicht vor. Okay, wohin gehen wir hier? Ich sollte vielleicht ein... Wir probieren mal diese Life-Gems aus. Wie viel Leben machen die denn? Wo ist der Ring, den wir gesehen haben? Da. Oh, was? Wie komme ich denn an die Leiter? Ja. Diese Leiter ist mir sehr suspekt. Die Leiter schwebt mitten in der Luft. Warum? So, da waren wir schon. Es fehlt auf jeden Fall noch mindestens ein Nebel, wenn ich mich nicht ganz täusche. Es waren drei Nebel, wenn ich mich nicht irre. Warte mal, geht's hier zu den Omis zurück? Ich glaube, hier geht's zu den Omis zurück. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wie diese, was diese Leiter da... Ich meine... Kann ich die Leiter... Ach! Die hebt... Okay, man kann die runterstoßen. Alles klar. Habt ihr... Ja, ich habe die Leiter verstanden. Okay, okay, okay. Vergesst das. Das heißt, es gibt eine Abkürzung, womöglich durch ich diese Leiter aktiviere. Und die ist in den letzten Nebel. Hallöchen. Ja, okay. Alles klar. Hat sich alles erledigt. Ach, das hier ist übrigens das erste. Wir machen die Tutorials gerade rückwärts, wie ich gerade merke. Hier steht wahrscheinlich... R1 für Angriff. Ja, okay, das war... Und hier steht Ziel fixieren. Ja, okay. Okay, wir haben die Tutorials falsch rum gemacht. Praktisch. Ist hier eine unsichtbare Wand? Schade. Sprint, ja. Sprinten ist auch klar. Dankeschön. Das ist wieder unser Hippopotamus-Freund. Auch die erklären mir jetzt auch noch Backstabben. Hinter ein Gegner kritischer Angriff. Okay. Dolch. Ein Dolch. Ich nehme fast an, der wird besser sein als meine Waffe, die ich gerade anhabe. Nein. Was? Er macht weniger Schaden. Moment, ich möchte mal eben die Statuswerte sehen. Achso, was ist das hier? Benötigt Stärke. Benötigt das Geschick. Ist klar. Okay, alles klar. Das haben wir aber alles, oder? Ich glaube schon. Das, womit es skaliert, das ist alles wie in Dark Souls 1. Das ist alles klar. Ich würde gerne hier wissen, was das hier alles... Balance-Schaden. Konterschaden. Aha. Weniger Balance-Schaden und weniger Normalschaden. Dafür aber... Schneller. Warte mal eben. Wo war die Info? Da. Moment. Da. Das will ich wissen. Körperliche Absorption. Reduziert Körperschaden. Im Prozent. Der hat mehr Resistenz, das hat keinen Sinn. Die Stabilität der Abwehr. Also durch den Dolch. ja. Okay, lassen wir das. Brauchen wir nicht. Alt, da steht irgendwas. Irgendwas mit Blocken wahrscheinlich, ne? Verdammt! Demio, lass mich doch lesen. Rollen. Achso, Rollen, natürlich. Wenn mir das so Rollen beibringen. Konnte ich das übersehen? Okay.
Hallöchen. Und... Ja, okay. Er macht den kritischen Angriff dann automatisch, das ist gut. Ich finde ihn etwas schwerer zu erkennen, beziehungsweise ich erkenne nicht direkt, dass er jetzt wirklich mit einem kritischen Angriff anfängt. Aber okay. Ausgerüstete Waffe wechseln. Achso, ich kann auch... Ach, natürlich, bin ich doof. Ich kann ja... Drei rechte Waffen aus... Okay. Okay. Trotzdem kann ich noch relativ anständig rollen. Schritt zurück. Ja, ist auch klar. Kurze Frage, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Kann ich? Ich kann nicht schneller rollen als das. Das ist merkwürdig. Man kann ein bisschen weiter rollen, habe ich das Gefühl. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt von dem Moment. Man rollt weiter. Man rollt nicht mehr schneller, man rollt weiter. Das ist eine merkwürdige Änderung. Also das Rollverhalten ändert sich, ja, voilà. Aber ich weiß nicht, ob das positiv ist, ob sich das Rollverhalten ändert. Also es verändert sich im Sinne von man rollt weiter. Das ist aber die gleiche Rollanimation, nur dass man weiter rollt. Das ist, sieht ein wenig merkwürdig aus, meiner Meinung nach. Wie das im Endeffekt wird, werden wir im Gameplay mehr sehen. Lebensstein, dankeschön. Haben wir bis jetzt ja schon einen verschwendet. Kamera bewegen, ja. Ach nee. Ich nehme an, wir können die Leiter jetzt hier runter lassen. Snuggly! Snuggly is back! Wir können jetzt mit Sicherheit Sachen tauschen. Ich habe nur keine Ahnung was und ich will es auch nicht ausprobieren, um ehrlich zu sein. Werden wir später nachgucken, also werden wir später merken. Bei meinem ersten Run werde ich jetzt nichts mit Snuggly tauschen, aber dass Snuggly direkt am Anfang ist, finde ich ja irre witzig. Ich nehme an, dass man immer noch Snuggly tauschen kann. Ich weiß es nicht, aber ich nehme es an. Finde ich aber auf jeden Fall extrem cool. Snuggly the Crow. Eine unsichtbare Krähe von dem Nest. In Dark Souls 1, für die, die es nicht wissen, konnte man mit dieser Krähe Sachen tauschen. Man konnte da Sachen hinwerfen und dann das Spiel neu starten. Und dann hat Snuggly die Sachen getauscht. Majula. Wir werden jetzt tatsächlich aufhören. In Anführungsstrichen. Ich werde eine Pause machen. Ich bin, wie gesagt, aufgestanden und habe den Briefkasten geguckt und das Spiel war drin. Bedeutet, ich werde jetzt mal eben frühstücken. Wir werden jetzt hier also kurz aufhören. Ich werde diesen Part versuchen zu rendern, während ich frühstücke. Beziehungsweise während ich koche. Und werde gucken, ob ich den hochladen kann. Wir sehen uns hier gleich wieder.